Vorletzter Spieltag, Entschuldigung. Vorletzter Spieltag der Saison steht an. Wir spielen auswärts in Leipzig. Da haben wir in dem Pokal mit 15-0 gewonnen. Mal gucken, ob wir es diesmal auch hinkriegen. Es gibt Vorentscheidungen wahrscheinlich. Entweder es könnte passieren, dass es dann zu ist, dass wir auf Platz 2 sind. Weil die Bayern müssen nur ihr Spiel gewinnen und sind dann Meister. Dortmund sollte, wenn Dortmund verliert oder unentschieden, wir gewinnen unser Spiel, sind wir durch. Ja, wie gesagt, es kann alles passieren. Oder wie gesagt, Bayern patzen und wir sind wieder bis auf den Punkt dran. Aber mal gucken. Wie gesagt, es ist einiges passiert, muss einiges passieren, damit wir wirklich noch was holen diese Saison. So, warte mal, ich guck mal gerade noch. Ne, ich guck mal gerade tatsächlich noch mal drauf. Weil, ja, das ist gar nicht so schlecht, der Luate da vorne. 66er. Der Linksverteidiger zum Profi befördert. Ich hole den mal hoch in die Mannschaft. Als Linksverteidiger. Durant. Ja, sechs, wie gesagt, der hat eine 94er Wertung und vielleicht schaffen wir es ja. Gut. Okay. Weiter geht's auf jeden Fall, wie gesagt, mit dem nächsten Spiel. Und das ist halt, wie gesagt, RB Leipzig auswärts. Das ist nicht ganz einfach. Es wird nicht ganz einfach. Ne? Es kann jetzt sehr viel passieren. Die Bayern müssen eigentlich ihr Spiel verlieren, um dann wirklich nochmal ein großes Finale nochmal am letzten Spiel zu haben. Die Dortmunder müssten verlieren, um den zweiten da zumindest zuzumachen. Aber wie gesagt, es muss so viel passieren. Wir müssen auch erstmal unsere Hausaufgaben machen. Ich will erstmal meine Hausaufgaben machen und dann gucken wir tatsächlich final auf die andere Partie. Wenn wir nicht heute verlieren, könnte nämlich sogar die Meisterschaft weg sein und der dritte Platz. Ich danke Ihnen, und der zweite Platz auch. Darf dann um Ihre Fragen bitten. Ja, schauen wir mal, ne? Hoffen wir mal wir. So, auf, einfach machen. Hinspiel haben wir verloren zu Hause. 2-3 oder so, oder 3-4. Oder 2-4 haben wir verloren. Ja, 2-4, genau. Das nach frühen Führung sogar noch. So, wie gesagt, nächster Gegner, wie gesagt, RB Leipzig. Und dann schauen wir mal, was die neue Saison betrifft. Ja, diese kam zu falschen Zeitpunkt. Definitiv diese Formschwankungen. Wir sind am Ende angekommen. Danke für Ihre Fragen und bis zum nächsten Mal. So, wie gesagt, nächster Gegner, wie gesagt, RB Leipzig. Da wollen wir natürlich nochmal ran. Der ja unsere Hausaufgaben machen. Ludewig möchte gerne spielen. So. Also wie gesagt, letztes Spiel ist ja dieser Sieg gewesen gegen die Eintracht mit 15 und das, obwohl wir eigentlich nicht so die bessere Mannschaft waren. Aber das ist halt jetzt in dem Moment passiert. So. Gut, dann darf ich heute mal ein bisschen rotieren. Und bringe Paulinho, der im letzten Spiel 2 Tore gemacht hat, auch schon 8 Saisontore hat. Für meinen anderen 8 Tore meine ich Kubilanski. Und ich hoffe, dass Paulinho es heute irgendwie reißen kann. Und Alario braucht auch noch immerhin 3 Tore, ne? Für diese Saison. Vielleicht schafft er es ja heute noch. Tor. Ja, ist egal, scheiß drauf, komm. Auf geht's. Hallo und willkommen aus der Red Bull Arena. Liebe Zuschauer, hier regnet es leider, aber wir begrüßen Sie dennoch herzlich zu diesem Spiel. Ich bin Wolf Fuß, gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Die Nummer 8
Also das dürfte mit Sicherheit eine großartige Partie werden. Also besser als die beiden heute in Sachen Offensive geht das nicht. Luis Alberto, die Nummer 23, Brembolo. Und mit der Nummer 26, Richarlison. Ja, was anderes als heute siegen ist nicht. Das kann heute sehr viel passieren. Sie kann heute sehr viel vorbei sein. Und diese Niederlage in Dortmund, das tut halt immer noch irgendwo weh. Klar, das ist ärgerlich. A, es ist ein Derby und B, es ist einfach wieder eine unnötige Niederlage. Aber keine unverdiente. Naja, wie dem auch sei. Gucken, was heute passiert. Also ich glaube, sie werden wieder diesen unglaublichen Druck aufbauen. Sie werden es wieder mit Vorchecking versuchen. Und wenn man das so gut drauf hat, dann ist das eine vielversprechende Strategie. So, auf geht's. Und für Alario geht es ja mal noch um die 40 Tore. Dazu brauchen wir noch drei. Minimum muss er heute aber gar nicht einmal treffen. Und es ist am letzten Spieltag, ich weiß gar nicht, wie der nächste Gegner ist, dann am letzten Spieltag die Hausaufgaben zu machen. Aber ist egal, das ist jetzt nicht unser Thema. Wir versuchen uns unsere Hausaufgaben zu machen und irgendwie zu gewinnen. Jetzt der Ballverlust. Ja, schöner Ball. Der Rosun. Sie kommen jetzt über außen. Paulinho hat mal eine kleine, hat mal eine Situation. Da ist die Balleroberung. Sie wollten dieses Jahr in die Champions League und sie haben es geschafft. Ja. Ja, das macht der Blick auf die Tabelle deutlich. Das kann ihnen keiner mehr nehmen. Ich finde, das hat sich diese Mannschaft ganz einfach verdient. Und das hat Aufsteiger. Ne? Wir sind nämlich auf, vor der Saison jetzt aus Liga 2 hochgekommen. Mit von der Partie in der Königsklasse. So, De Rose. Jetzt über außen. Da ist die Reingabe. Guter Einsatz, Ball ist erst mal wieder weg. Schön abgefangen da vorne. Oder da hinten, ja. Breel Donald Embolo. Richarlison. Clever gemacht, gute Aktion. Thauvin. Holt sich den Ball im eigenen 16. Bella Koch, gut aufgepasst. Latzer. Frühe Stören jetzt. Gutes Ding, die Rose. Ah, der war wichtig für RB, den da rauszuholen. Weil wenn der nämlich durchgegangen wäre, wenn er da rumgekommen wäre. Und dann nehmen wir los. Und Glück für die Schalker, dass das hier nicht heute vorbei ist. Weil Embolo mit dem ersten, die erste Situation für RB, heute mit dem... Wenn der reingeht, wenn der nicht am Arno landet, dann gehen sie in Führung, haben sie alles im Griff. So ist weiter alles offen. Alberto, gut gemacht, aber auch von Schwolo da. Gutes frühes Stören. Latza, gut gemacht. Nochmal Glück gehabt, dass er da nachgegangen ist. Er hat was dagegen. Lucas Alario. Tolles. Ja, Paulinho. Super Pass, Ball von da. Ja! 26. Einfach mal diesen ersten Schritt gemacht. Paulinho, Tor Nummer 9. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Die Aufgabe schon mal gelöst. Erste Chance für RB durch diesen 40.000 Embolo und dann kriegen sie Schalker doch noch auf die Bahn und Paulinho marschiert durch und 1-0 und Peter Gulaschi geschlagen und führt mit 1-0. Und das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Der Führungstreffer, da ist er und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Sein 10. Saisontor mittlerweile für Paulinho. Ja, wenn der von Anfang an funktioniert hätte. Gut. Thauvin. Das war doch gar nichts. Ich lieg doch schon früher und. Ja, jetzt gibt mir jetzt gelb? Für was? Sehr gut. Der unparteiische Sprecher. Für was? Tut mir leid, das war doch nichts. Er geht auf die Spieler ein. Gar nichts? Null? Komma null? Das war ja nicht. Das war kein Foul. Tut mir leid. Aber okay. Schiedsrichter zweite sagte, war. Guter Einsatz. Der hohe Druck zahlt sich aus. Ja, schön gemacht. Alario. Ach, Mann. Ah, Ball kommt. Ruhiger Spielaufbau. Ecke.
auch gleich bei der Ecke. Und jetzt die Ecke. Nix Ecke. Mit Roso diesmal. Diesmal war es auch okay, weil diesmal war der Roso. Ball kommt rein. Da riskiert der Kopf und Kragen mit dieser Grätsche, aber es ist ja gut gegangen. Und jetzt geht der Konter. Marco Richter, der mit Tempo jetzt vorbeigegangen. Jamulera vorbeigegangen ist. Der muss da drin sein. 2-0. Konter, Ecke, 0-2, 39. Wieder nicht Alario, sondern diesmal macht's Marco Richter. Ja, da kam ich so in die Position, weil der Fünfer da ein bisschen aufgepasst hat gerade. Tor Nummer 15. Also kurz mal davor, auf 0-2 zu stellen, das ist immer ganz, ganz wichtig. Den RB-Konter abgefangen und dann gib ihm. Oder die Ecke abgefangen und dann... Unsere Hausaufgaben sind zumindest mal... Der erste Schritt war dieser Sieg. Es ist eine erstklassige Ballbesitzstatistik von RB Leipzig bisher. Aber wenn sie aus dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen erarbeiten, dann richtig. Bei diesem Rückstand. Ja, und das ist heute passiert. Man führt, man liegt mit 0-2 hinten. Nachspielzeit ist angezeigt. Die Blau-Weißen führen. Toba. Gut gemacht. Und damit ist Pause. 45 Minuten sind rum, steht 2-0. Auf keinen Pause. Fall ein Grund. Jetzt schon aufzugeben. Kein guter Auftritt von ihm bisher. Ja, Vinicius 0,0 auf dem Magen, auf dem Platz. Schalke führt hochverdient mit 2-0. Und weiter geht's mit Halbzeit Nummer 2. Wir noch kein Alario-Tor, der muss heute Minimum einer treffen. Und vielleicht im letzten Spiel noch einen Dreierpack zu erzielen. Okay. Nun, warum auch immer jetzt wieder Freistoß, für mich war das nämlich auch eine Situation, wo ich ja nicht war, aber gut, okay, nehmen wir mit. Klasse Pass. Spielt den Ball in den freien Raum. Das ist Marco Richter. Das war kein, ich wollte gerade mal gedacht, das war Alario, der die Ball vorgelegt hat, der hätte alleine gehen müssen. Aber es ist 0-3. Marco Richter, 50. Schönes Ding von Bella Cotta. Ja gut, von der Position können wir noch nicht viel machen. Und Richter schiebt das Ding einfach nur rein und macht das. Macht Tor Nummer 16 sein Doppelpack. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Die Saison läuft gut für Sie, Muschi, ne? Wenn man so sagen will, Sie spielen oben mit und präsentieren sich in einer sehr guten Form. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Also 54. Klasse Technik. Paulinho. Ah, schön gespielt. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Gretsche ist da, aber ohne Erfolg. Weiter der Ballbesitz. Leipzig jetzt mit dem Einwurf. Ich muss gleich raus. Gleich wird hier ausgewechselt. Gute Chance für eine Flanke. Christopher Nkunku. Ja, Rossi, der sich durchsetzt. Flanke kommt nicht durch. Ja, gute Macht. Gibt jetzt Einwurf. Einwurf für RB, ja. Gut gemacht da. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet. Ja, RB versucht es gerade noch mal ein bisschen aufzubauen. Gegen Borussia Mönchengladbach. Wir freuen uns auf eine hochklassige Partie. Für RB, ne? Nicht für uns nicht. Ich weiß jetzt gerade gesagt nicht, wer der letzte Gegner der diese Saison ist. Alario. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Der, wie gesagt, heute noch gar nicht getroffen hat, der das gerne noch ändern möchte. Fuck you. Hat er gut gemacht. Ecke kommt. Nee. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Hey, ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Ich werde das Doppelwechseln ziehen. Ich werde natürlich jetzt versuchen, da vorne ein bisschen mehr Power einzukriegen. Mit dem Doppelwechsel. Das gleiche, was ich eben auch eigentlich versucht habe gegen den BVB mit diesem.
Piontek mal was bringen. Mal ein bisschen durchwechseln. Und mal einen Jugendlichen reinhauen. Mal was Junges. Junges Talent. Mit eben jenem Leandro Duarte. 17 Jahre alt. Linksverteidiger. Also wie gesagt, dieser Doppelwechsel. Paulinho raus, Piontek rein. Also 4-4-2 umzustellen, vorne in die zweite Spitze reinzubringen, um einfach vielleicht noch einen zweiten Stürmer vorne. Ach Mann, du kriegst aber auch keinen Ball dadurch. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Florian Thauvin. Richarlison. Richarlison, ja. Ciao. Duarte. Da die kleine Erinnerung für uns, mit wem es die Schalker als... Alario Griecher, wie gesagt, hat ein Tor jetzt vorbereitet. Ja, es geht gegen Freiburg im nächsten Match. In der Freiburg, okay, zu Hause. Ich glaube ja, das wird eine machbare Aufgabe. Zufrieden ist er nicht, das sieht man. Die Anspiele gefallen ihm nicht. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Super dieses Zuspiel. Richter. Er kann es machen. Das war heute schon... 0-4. So, Aufgabe RB Leipzig, auswärts gelöst. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell. Tor Nummer 17 macht seine drei Tore, macht seinen Dreierpack heute. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und langes zu spielen ist auch nicht mehr. 8 Minuten jetzt noch. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Könnte gerade jetzt die Anfeuerung der Fans eigentlich gut gebrauchen, aber darauf können sie heute wohl nicht mehr hoffen. Buschi? Nee, aber schön gemacht, die Rosun. Es ist zu Recht. Jetzt ist der Platz da. Piontek. Kein Tor Alario heute. Es ist Krzysztof Piontek. Vielen Tor Nummer 11 in diesem Spiel. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Nee. Und dann ist es durch. Und tatsächlich, beim 15-0 Aussetzung trifft kein Alario. Der zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor bleibt. Ohne Tor bleibt. Dafür trifft Diano. Nein, er bleibt zum zweiten Mal in den letzten drei Spielen. Die Dortmund hat er nicht getroffen, die Frankfurt hat zumindest eins gemacht. Und damit muss er ein Minimum einen Dreierpack erzielen im letzten Saisonspiel. Gegen den SC Freiburg. Um die zumindest mal diese 40-Tore-Marke reinzuhauen. Also, Aufgabe RB auswärts erstmal gelöst und das hochverdient. So, nächstes, wie gesagt, Spiel ist ein Heimspiel gegen den SC Freiburg und dann haben wir noch das Pokalfinale gegen Leverkusen oder gegen Freiburg, je nachdem. So, dann machen wir mal Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's, wie gesagt, zum Finale. Und wie gesagt, ihr seht auf die Tabelle, die Bayern sind Meister, diese Niederlage in Dortmund hat es am Ende rausgerissen. Jetzt geht es zumindest mal nur darum, Platz 2 zuzumachen. Aber das schaffen, sehen wir in der nächsten Folge.